Heute geht es darum, ein Soundpattern zu entwickeln im Stile der Be Good Tanyas. Die Be Good Tanyas ist eine Frauenband aus den 70er Jahren, die ich im Internet entdeckt habe und die einen total schönen Sound gemacht haben. Ich spiele den mal vor, damit man einen Eindruck davon bekommt. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Ja, also so erstmal ein Eindruck von dieser Musik. Ich möchte gerne ein Soundpattern basteln, was ich in Zukunft dann für eigene Songs benutzen kann, wo diese Art der Banjo-Benutzung eingesetzt werden kann, kreativ für meine eigenen Songs. Ich habe jetzt versucht, mit verschiedenen Plugins, Instrumenten-Plugins, das nachzubauen. Ich bin noch nicht fertig, habe es noch nicht hundertprozentig hingekriegt, aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter Ansatz. Ich spiele mal kurz an. Also hier habe ich jetzt die Hauptinstrumente schon mal aufgenommen. Das ist zum einen das Banjo, zum zweiten Picking-Gitarre und das Schlagzeug hat mir freundlicherweise mein Sohn eingespielt. Ich spiele die mal kurz einzeln vor. Zunächst mal hatte ich gar kein Banjo-Plugin, das heißt, ich habe erstmal probiert, mit meinem Ukulele-Plugin den Sound zu imitieren. Schließlich habe ich ein Banjo-Plugin gefunden, das ich unter Logic laufen lassen konnte, unter Kontakt auf meinem Laptop. Da habe ich das aufgenommen und hier importiert. Das spiele ich hier mal an. Und die Gitarre, da habe ich hier meine Ample Guitar Taylor genommen. Die habe ich hier direkt selbst eingespielt. Und schließlich die Drums. Wir gucken mal kurz in die einzelnen Instrumente rein, also die Ukulele. Die Gitarre. Das Schlagzeug. Und schließlich alles zusammen. Ja, soweit bin ich im Moment mit diesem Pattern und ich werde mich bemühen, da jetzt noch einen Bass zuzufügen und dann mit verschiedenen Akkorden und versuchen auch ein bisschen Groove da reinzubekommen, dass es nicht so mechanisch klingt wie die Loop jetzt, aber so ansatzweise finde ich, ist der Sound erstmal schon rausbekommen. Wer sich die Be Good Tanyas mal anhören will, der kann das gerne tun, auch auf einer Spotify-Playlist. Stefan hat das vorhin noch angeregt. Es gibt auf Spotify eine Playlist, die nennt sich Tube Pop. Und dort ist jetzt als erster Song hier Waiting Around to Die von den Be Good Tanyas anzuhören. Also könnt ihr gerne mal reinhören. Soweit für heute. Also ich hoffe, beim nächsten Mal dann noch den Bass hinzugefügt zu haben und einen vernünftigen Groove auch hinbekommen zu haben. Also dass es nicht nur bei einer einfachen Loop bleibt, sondern bei einer gut anhörbaren Akkordfolge. Daran werde ich jetzt die Woche arbeiten. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Tschüss.